Ich hatte einen ganz anderen Einstieg geplant, aber der Vortrag gerade war genau das, was wir den ganzen Tag machen. Also ich nehme euch jetzt einfach mit auf eine Reise, was wir den ganzen Tag machen. Wir sind, also ich kann mich kurz vorstellen, Christian Pieper mein Name und ich leite bei der Funke Digital den Audience Development Bereich. Klingt total hochtrabend und total lang, ist aber gar nicht so blöd, weil genau das, was Eike gerade gesagt hat, machen wir den ganzen Tag. Wir haben einmal ein 9-köpfiges Data-Team bei mir im Team und befeuern die ganzen Redaktionen der Funke Mediengruppe im positiven Sinne. Auf der zweiten Seite haben wir ein riesen SEO-Team, die genau das Gleiche machen. Die kennen sich in Google Trends, Google Analytics, in Search Metrics aus und können das hoch und runter beten. Jedes Keyword, was jeden Tag in Echtzeit passiert, müssen die SEOs in die Redaktionen tragen. Dann hast du das Gleiche, oder haben wir das Gleiche natürlich auch im Social Media Team, Social Media Monitoring, Social Media Analytics, das täglich Brot. So, und seit, ich weiß glaube ich, Mai letzten Jahres haben wir sogar 3 Redaktionen bei uns direkt ins Team geholt, um einfach mal zu beweisen, der sehr altgetriebenen Funke Mediengruppe, dass man gar keinen Chefredakteur mehr braucht. So, das funktioniert so gut, dass wir daraus ein neues Geschäftsmodell entwickelt haben und das kann ich euch nachher auch noch mal kurz erzählen. Also, wie Daten den redaktionellen Alltag revolutionieren, ist eigentlich ganz einfach. Redakteure von uns wollen jeden Tag in Echtzeit wissen, was passiert und was sie schreiben sollen. Und mittlerweile geht das relativ gut. So, was Eike gerade auch schon gesagt hat, wir kommen gegen Giganten kaum noch an. 60% der Leute, die mit den Seiten der Funke Mediengruppe jeden Tag interagieren, kommen über Google, Facebook, Instagram, Twitter auch manchmal. Aber so die beiden großen Giganten, Facebook und Google auf jeden Fall. Wir haben 2016 den Riesenshift erlebt, Desktop stirbt ab und jeder hat ein Smartphone. Wir haben vorhin die Umfrage gehabt, wer von euch hat ein Smartphone? Ich glaube, die meisten haben fast sogar 2. Das führt uns dann zu der nächsten Strategie. Wo will die Funke Mediengruppe hin? Wir sind ein riesen redaktionelles Verlagshaus mit unendlich alten Printmarken. Das sind wunderschöne Marken eigentlich, wie die Berliner Morgenpost oder das Hamburger Abendblatt. Aber wir haben in so einem Markt wie einer T-Online, einer Bild, einer Zeit, einer Süddeutschen mit regionalen Nachrichten, wenn, weiß ich nicht, in Pinneberg ein Sack Reis umfällt, das bringt keine großen Klicks, das bringt aber auch wenig Abos. Was machen wir denn? Also wir mussten uns was überlegen, wir haben das Projekt Oslo gegründet, weil die Skandinavier, 8 Millionen Einwohner, die müssen was tun. Die haben einfach das Abo-Modell für sich entdeckt und daraus haben wir ein Zwei-Säulen-Modell entwickelt und mittlerweile sind es 3. Wir haben auf der einen Seite relativ kurze, leichte Inhalte, die reichweitengetrieben sind. Also wenn sich zum Beispiel, was schreibt die TZ immer, um mal den Konkurrenz zu nennen, wenn Lindermeyer Landrut das Handtuch fallen lässt, ist das eine leichte Meldung, das interessiert unfassbar viele Leute, so um die 200.000 bis 500.000 Leute pro Tag. Und auf der anderen Seite haben wir gute, qualitativ hochwertige Inhalte, die wir über die Bezahltmarken wie die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt oder die WAZ auch hier spielen und das hinter eine Page-Schranke oder eine Paywall stellen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben die Weihnachtsmärkte hier in Berlin oder auch in NRW sind ein Garant für neue Abos oder für neue Abonnenten. Aber auf der anderen Seite haben wir ein Magazin, was zum Beispiel, ich sehe nicht immer so aus, wir haben heute noch Weihnachtsfeier, wir haben einen Artikel darüber geschrieben, wie man auf der Weihnachtsfeier am besten seinen Kollegen aufreißt. Das funktioniert natürlich auch wunderbar und führt natürlich zu Klicks und dann auch wieder zu Umsatz. So, ich glaube, die beiden Säulen verstanden, einmal ein bisschen Reichweite, einmal ein bisschen Premium-Content und das ist ein Spagat, den man gehen muss und das kriegen wir aktuell relativ gut hin. Wenn ich zu schnell rede, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne dazwischen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Video, aber wie will ich, also meine Intention, ich komme selber nicht aus dem Journalismus, ich komme aus der Datenanalyse und bin eigentlich ein Fleisch- und Blut-SEO. Das heißt, ein Keyword ist für mich jetzt kein Neuland, aber ich kann nicht schreiben. So, wie kriege ich es hin, dass die Redaktion mir vertraut als Mensch, der überhaupt keinen Bezug hat, ursprünglich, mittlerweile schon, zum Journalismus. Und wie kriege ich den Redakteur dazu, sich für Zahlen zu interessieren? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir jeden Tag stellen muss oder sich das Team jeden Tag stellen muss. Und das mache ich relativ einfach, indem ich einfach auf den Redakteur oder die Redaktion zugehe und sage,
Liebe Berliner Morgenpost, ihr habt so einen geilen Artikel geschrieben über, ich glaube, die größten Drogenumschlagsplätze in Berlin. Wollt ihr nicht wissen, wie viele Nutzer das angezogen hat, wie viele Leute das interessiert hat oder im besten Fall, wie viele Berliner das sogar gelesen haben? Wir hätten das ja sogar hinter Page stellen können. Oder was interessiert die Nutzer noch? Das kriegen wir aus den Social-Media-Monitoring-Tools mit. Wir wissen, wie viele Artikel geschrieben werden müssen, um das Thema noch weiter aufzubauschen. Also ist eigentlich relativ klar. Wir wissen sogar, ist das Thema überhaupt interessant? Der Nutzer springt nach 30 Sekunden ab. Also vielleicht die nächste Story. Wir sehen mittlerweile in Echtzeit, also Google Analytics ist genau das Tool, was wir jeden Tag nutzen und auch in den Newsrooms die ganze Zeit live auf ist und hoffentlich die ganze Zeit angeschaut wird neben der normalen redaktionellen Arbeit. Und wir haben das sogar unterteilt in Marken- und Reichweitenportale. Die Reichweitenportale schreiben über Michael Schumacher oder den Tatort von Sonntag und die regionalen Marken eben über regionale Nachrichten. So, was passiert hier? Plötzlich kriegt der Redakteur mit, oh, es sind 2.900 Leute auf meinem Artikel in Echtzeit, irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Kann ich das für die nächste Story auch machen? Denn das tut dem Portal gut, wir verdienen ein bisschen Geld damit und im besten Fall schließen wir sogar noch ein Abo ab und halten die Nutzer und vor allem die Marke am Leben, weil wir wissen, naja, ich komme aus der Datenanalyse, 2023 ist vielleicht Print tot. Und ich selber habe kein Print-Abo, ich würde mir nie ein Print-Abo holen. Warum? Ich kriege ja die ganzen News auch frei Haus und kostenlos. Wir haben eher das größere Problem, dass die neue Nutzerschaft oder unsere jungen Nutzer sogar die englischen News lesen und viel, viel schneller, also 6 Stunden vorher, sogar informiert sind, wenn wir mal von den regionalen Medien oder Nachrichten absehen. Das heißt für mich also, ich muss dem Redakteur Hilfsmittel an die Hand geben, die er haben möchte und nutzen kann und leicht versteht. Das ist eigentlich, das klingt so einfach, ist aber gar nicht so einfach, vor allem wenn die Redaktion eben aus dem Print kommt. Diese SEO-News, ich kann ein Keyword recherchieren und dann in 6 Monaten hoffe ich mir, dass auf jeden Fall was passiert. Drehen wir noch ein bisschen um, weil wir sind ein News-Verlag. Wir sind 100%ig auf Google News optimiert und mittlerweile auch Google Discover. Wer Google News nicht kennt, es sind immer so kleine Suchboxen, wenn man ein bestimmtes Keyword anpasst oder eingibt bei Google. Es werden Artikel vorgeschlagen und darauf optimieren wir. Und das heißt, wir brauchen auch da wieder Tools, die uns in Echtzeit die kompletten Google-Suchanfragen einmal durchcrawlen. Kostet ein bisschen, gibt es aber. Und ich glaube, also ich weiß von den Kollegen der Bild, die haben es natürlich auch, alle Verlage in Deutschland sind in diesem riesen Google-News-Thema mit drin. Mittlerweile gibt es noch eine dritte Säule, Google Discover. Und wir versuchen uns da alle also auf jeden Fall den ganzen Tag mit auseinanderzusetzen. Und das Wichtige hier an dem Punkt ist, wenn wir einen Artikel schreiben, ist, wenn der Artikel fertig ist, 20% des ganzen Produkts eigentlich erst fertig. Der Artikel ist geschrieben, das Thema ist recherchiert und der Artikel ist veröffentlicht, aber dann beginnt erstmal die ganze Arbeit. Ich kann eine gute Nachricht bestimmt eine Woche lang hochhalten. Wir haben das gerade gehört mit Greta Thunberg. Das ist ein Riesenthema. Das kann man auf allen Kanälen spielen und man muss halt nur genau wissen, wie man mit diesen Medien umgeht und vor allem, wie man seine Nutzer dann im Endeffekt befriedigt. Und ich habe euch hier einfach mal einen Ablaufprozess mitgebracht. Den gibt es wirklich. Den kriegt jeder Redakteur, jeder Werkstudent, jeder Printjournalist von uns mitgegeben. Was passiert, wenn er eine News beobachtet oder recherchiert? Es geht am Anfang los mit aktuellen News. Die müssen relativ schnell geschrieben werden. Die Nachricht ist wahrscheinlich knapp. Bestes Beispiel war, glaube ich, dieses Jahr Karl Lagerfeld ist gestorben. Ich habe sowohl einmal eine Riesenmarke mit der Berliner Morgenpost, die gegen eine Bild, Welt und wie sie alle heißt, ankommen will. Keine Chance. Dann habe ich ein Magazin, wie zum Beispiel eine bilderfrau.de in meinem Portfolio. Die kommen erst recht nicht gegen die Bild oder die Welt an. Was machen wir? Wir drehen die Story um. Was passiert denn eigentlich mit der Katze von Karl Lagerfeld? So, jetzt haben wir einen anderen Dreh und die Nutzer interessiert es trotzdem. Die bilderfrau-Nutzer auf Facebook sind unfassbar dankbar und sagen, klar, wir sind total tierlieb. Das haben wir uns auch schon gefragt. Und zack, hatten wir den Dreh und die Reichweite kam und der Umsatz rollte. Also man muss immer ein bisschen um die Ecke denken.
Und trotzdem geht es um ein aktuelles Thema. So. Bestes Beispiel hatten wir vor einigen Wochen, haben wir Black Friday gehabt. Mit Google Trends super, super Kurve. Black Friday-Angebote gehen, glaube ich, schon Anfang September los, wenn nicht schon früher. Wir haben angefangen im August über den Black Friday zu schreiben und fast jede Woche mindestens 3, 4, 5 Nachrichten über den Black Friday zu schreiben, um wirklich dann an diesem Tag punkten zu können, um da zu sein, um aber auch für diese Riesenkanäle wie Facebook und Google eine Relevanz aufgebaut zu haben. Es geht nicht darum, also gerade mit kleinen Marken kriege ich keinen Stich, wenn ich nicht eine bestimmte Relevanz zu einem Thema habe. Eine Zeit, das haben wir vorhin schon gehört, eine Zeit, eine Süddeutsche, die haben eigentlich, was Reichweite angeht, keine Probleme. Die sind eine super Marke, die sind bei allen großen Reichweitenkanälen angemeldet. Das schaffe ich weder mit einem Magazin noch mit einer regionalen Zeitungsmarke. Und deswegen müssen wir im Audience Development Bereich einfach mal gucken, wer sind denn unsere Nutzer? Das geht wieder in diese Richtung Zielgruppendefinition, aber Web Analytics basiert. Ich habe zum Beispiel ein kleines Technikportal, das den Black Friday hoch und runter bespielt hat. Wir haben uns angeschaut, hey, wir haben anfangs eigentlich immer nur Apple-Produkte beworben. Das hat kein Menschen interessiert. Also gucken wir in die Daten. 70% der Nutzer von uns sind Android-User. Alles klar, so eine super Erkenntnis. Entweder wir bashen gegen Apple oder schreiben pro Samsung Black Friday-Produkte und es hat wieder funktioniert. Also man muss sich irgendwie überlegen, wo ist der Dreh und wo kriege ich eigentlich meine Nische. Und das macht den ganzen Alltag nie langweilig. Ich bin jetzt irgendwie seit 5 Jahren bei der Funke Digital und es war noch kein Tag wie der andere. Ist aber auch ein bisschen stressig. Und das Letzte ist, die Abhängigkeiten, die wir haben zu Facebook, Google und Co., die wächst stetig. Ich komme jetzt gerade aus der Redaktionssitzung vor einer Stunde und es war wieder die Frage, wie verändert sich denn jetzt nach dem nächsten Google-Update der ganze Workflow? Wir gehen wieder in die Prozesse rein und sagen, okay, wenn ihr Artikel schreibt, Themen aufbereitet, müsst ihr die und die und die Sachen beachten. Wir können natürlich nur Sachen vorgeben oder als Ratschlag mitgeben und nicht aufdiktieren. Das ist natürlich klar. Aber das Businessmodell, und ich habe hier auch einen Screenshot von Searchmetrics mitgebracht, das ist, glaube ich, die Morgenpost, das geht nach oben, aber diese kleinen blauen Gs sind Google-Updates, große angekündigte. Und wir wissen mittlerweile, weil wir mit Google natürlich in Kontakt stehen müssen, die updaten ihren Algorithmus 1200 Mal im Jahr. Das heißt, für jede Nische mehrmals im Jahr oder sogar zweimal pro Tag oder fünfmal pro Tag, was auch immer. Und die updaten permanent ohne Ankündigung. Das heißt, wir haben jetzt das Problem im Dezember. Die TKPs, also die Tausender Kontaktpreise, sind extrem gut. Aber Google hat wieder was am Algorithmus geändert und wir verlieren 10 Millionen Leute, die wir im Vormonat hatten. Das heißt, wir verlieren auch richtig viel Umsatz. Dementsprechend steht die Geschäftsführung bei mir auf der Matte und sagt: Mach mal was. Das lässt sich natürlich immer sehr, sehr einfach dann erzählen, ist leider aber so. Wir brauchen eben Alternativen. Wir bauen genauso wie der Tagesspiegel den Newsletter aus, der einfach loyale Nutzer anzieht. Wir bauen natürlich auch Apps, wir sind aber kein Spiegel. Wir brauchen sowas wie Apple News, einfach ganz, ganz, ganz andere Produkte. Das ist meine letzte Folie, keine Angst. Und dann bin ich auch schon durch. Also wir müssen eigentlich diesen großen Produkten wie dem Facebook und Google immer einen Schritt voraus sein. Geht das? Bis jetzt geht das noch ganz gut. Es kann sich aber wieder komplett ändern. Also wer irgendwie Lust hat, sowas mal mitzuerleben. Ich habe dieses Jahr mehr Werkstudenten eingestellt als Festjournalisten, weil die Werkstudenten einfach viel, viel schneller mit solchen Produkten arbeiten können. Ja, das dazu. Vielen Dank. Okay, da gehen direkt ein paar Hände hoch. Ich fange einfach mal hier drüben an. Und wir haben auch wieder nur Zeit für ein, zwei Fragen. Ja, John Cantara, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht Richtung Facebook. Ich höre immer die ganze Zeit, Facebook ist eigentlich nur was für alte Leute. Meine Studierenden hier, die sind eigentlich gar nicht mehr bei Facebook unterwegs, nur so ab 50 plus. Ja, wie sieht das aus? Wie wird sich das
in der Zukunft verändern? Und dann noch daran angeschlossen, eine zweite Frage, da bin ich sehr hellhörig geworden, als Sie gesagt haben, 2023 ist Print tot. Worauf basiert diese Aussage? Welche Zahlen gibt es da? Welche Studien gibt es da? Würde mich sehr interessieren. Vielen Dank. Ich kann ja auch nur für die Funke-Gruppe sprechen. Wir rechnen natürlich die Auflagenrückgänge hoch. Und wenn wir so weitermachen, wer von euch holt sich ein Print-Abo? Ganz ehrlich. Okay, ja, die Zeit oder sowas. Ja, oder Welt am Sonntag. Das sind aber auch, finde ich persönlich, sehr, sehr coole Produkte. Eine tägliche Tageszeitung, dafür habe ich keine Zeit. Da habe ich morgens einfach keine Zeit für. Und das sehen wir auch in den Nutzern. Deswegen versuchen wir, das Modell eben umzudrehen auf Paid Content. Und auf die erste Frage einzugehen, Facebook, ja, das stimmt. Ab 50 steigt sogar das Interesse. Die Nutzer klicken häufiger, die sind noch nicht so Clickbait-versaut wie wir Jungen. Und das stimmt. Wir haben gerade auf Facebook eine extrem große Nutzerschaft von 35 plus bis 60 und noch weiter. Und das ist ja auch ganz gut so. Das sind ja vielleicht die alten Printkunden, die sagen, hey, ich habe hier ein neues Medium für mich gefunden, die Sachen sogar für mich aufbereiten und nach einem Algorithmus sortieren. Das ist ein bisschen schwierig, der Algorithmus natürlich, aber neues Medium, cool, kann ich benutzen. Also, das stimmt. Ich glaube, keiner, also wer jünger ist als 20, ich habe letztens irgendwie einen Werkstudenten für Facebook gesucht, keinen gefunden, weil die alle kein Facebook mehr haben. Das ist okay. Deswegen müssen wir in die neuen Kanäle rein, wie Instagram, TikTok, Snapchat und so weiter. Ist aber mit einem extremen Aufwand verbunden. Ich glaube, da wirst du wahrscheinlich nachher noch was zu sagen zu Videoformaten, weil Snapchat ist einfach komplett Video, TikTok auch. Ja. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich bin Max Mehrne. Ich habe zwei Fragen auch. Die eine Frage ist zu den Absprungraten. Wir hatten ja von nicht so langer Zeit das Thema, dass viele Verlage so argumentiert haben, die Leute lesen eigentlich nur noch die Headlines, gar nicht mehr die Artikel. Da würde mich interessieren, was da Ihre Erfahrungen sind und was sozusagen da die Zukunftsvision ist. Und die zweite Sache ist der Kanal Twitter. Deutschland hängt da ja ziemlich hinterher, wenn man das mit den USA betrachtet. Können Sie sagen, auf Ihre Produkte sozusagen, wie viele kommen da von Twitter rüber halt oder andere Kanäle, beispielsweise wie LinkedIn oder ähnliches? Ja, gerne. Ich versuche die erste Frage zu beantworten. Absprungrate. Großes Thema, kommt aber auch auf den Kanal an. Also zum Beispiel ist mittlerweile ein Facebook-Nutzer, der ein bisschen älter ist, viel länger auf unseren Artikeln als ein schneller Google-Nutzer. Aber auch da kommen die Riesengiganten wie Google und Facebook auf uns zu und bieten uns natürlich andere Möglichkeiten wie einen Google AMP oder einen Facebook Instant Articles, um unsere Artikel in deren System schneller laden zu lassen, schöner aussehen zu lassen. Und es geht dem Nutzer primär, würd ich fast sagen, kaum noch um die Marke und eigentlich primär um die Headline oder um das Thema. Und das Thema Twitter ist bei uns sehr, sehr klein. In den Newsroom, alle Redakteure, alle Journalisten sind miteinander verbunden über Twitter und tauschen sich auch aus, so wie in allen Newsroom wahrscheinlich. Aber der Reichweitenkanal ist es nicht.